Sehr wichtige Anwendungen finden die Ableitungen in der Kinematik, in der Bewegungslehre. Stellen wir uns vor, ein Fahrradfahrer startet hier in diesem Augenblick und fährt längs einer geradlinigen Straße. In diesem Moment T0 schaltet ein Beobachter seine Uhr an und misst ganz genau die Bewegungen des Fahrradfahrers im Laufe der Zeit. Selbstverständlich ist die zurückgelegte Distanz eine Funktion der Zeit. Die zurückgelegte Distanz d ist also die Funktion d mit der Variablen t. Die Durchschnittsgeschwindigkeit während der Bewegung von da bis da, das ist selbstverständlich die zurückgelegte Strecke geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Die zurückgelegte Strecke von da bis da, das ist die Gesamtstrecke von Anfang an minus diese Initialstrecke, die schon gefahren wurde, als der Beobachter seine Uhr einschaltete. Und die Zeit, die von dem Augenblick bis zu diesem Augenblick vergeht, das ist selbstverständlich die Gesamtzeit t minus die Initialzeit t0. Also gilt, die Durchschnittsgeschwindigkeit während dieser Bewegung, das ist die Distanz nach der Zeit t minus die Distanz nach der Zeit t0 geteilt durch die Zeit t minus t0. Der Beobachter misst jetzt die Durchschnittsgeschwindigkeit von da bis da. Das führt natürlich zu demselben Bruch, zurückgelegte Strecke geteilt durch die dazu benötigte Zeit, eben für diese Zeit t. Wenn der Beobachter jetzt die Durchschnittsgeschwindigkeit auf diesem Stückchen hier misst, dann führt das zur selben Rechnung, eben für diesen Wert von t. Jetzt nehmen wir das Zeitintervall kürzer, kürzer, kürzer und immer kürzer. Die Momentangeschwindigkeit, das heißt die Geschwindigkeit genau in diesem Moment t0, ist dann also zu berechnen als Grenzwert von der zurückgelegten Strecke geteilt durch die dazu benötigte Zeit, indem das Zeitintervall immer kürzer gegen 0 strebt. Die Momentangeschwindigkeit im Moment t0, das ist also der Grenzwert von dieser Durchschnittsgeschwindigkeit, indem die Zeit t gegen die Zeit t0 strebt. So ist die Momentangeschwindigkeit definiert. Dieser Grenzwert erinnert sehr stark am Grenzwert vom Differenzenquotienten aus der Mathematik. Das ist ja auch der Grenzwert von einem Differenzenquotienten. Die Funktion f von x ist hier die Funktion d von t. Die Konstante a, da, da, da und da, das ist hier diese Konstante t0, da, da, da und da. Diese Definition der Momentangeschwindigkeit entspricht also ganz genau unserer Definition der Ableitung, woraus wir also schließen dürfen, dass die Momentangeschwindigkeit in einem Moment t0 nichts anderes ist als die Ableitung dieser Funktion, ausgedrückt bei der Zahl t0. Wir behalten also, in der Kinematik gilt, die Geschwindigkeit in jedem Moment t0 ist nichts anderes als die Ableitung der Positionsfunktion in diesem Moment t0. Genau dasselbe können wir mit der Beschleunigung machen. Setzen wir den Fahrer wieder dahin. Die Durchschnittsbeschleunigung von dem Augenblick bis zu diesem Augenblick ist selbstverständlich die Geschwindigkeitszunahme geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Jetzt lassen wir t wieder gegen t0 streben
Und die momentane Beschleunigung des Fahrers im Moment T0 ist demzufolge wieder der Grenzwert, wenn T gegen T0 strebt, von V von T minus V von T0 geteilt durch T minus T0. Diese Definition der momentanen Beschleunigung erinnert wieder sehr stark an unsere Definition der Ableitung und genau wie eben können wir daraus schlussfolgern, dass die Beschleunigung in einem Moment T0 nichts anderes ist als die Ableitung der Geschwindigkeit ausgedrückt an diesem Moment T0. Die Geschwindigkeit ist aber schon die Ableitung der Position. Da die Beschleunigung die Ableitung der Geschwindigkeit ist, muss also die Beschleunigung die zweite Ableitung der Position sein. So, wir behalten, in der Kinematik gilt, die Geschwindigkeit eines beweglichen Körpers ist immer ausgedrückt durch die Ableitung der Positionsfunktion und die Beschleunigung eines beweglichen Körpers ist immer ausgedrückt als Ableitung der Geschwindigkeit, also als zweite Ableitung der Position. Zwei konkrete Beispiele dazu. Die GGB, die geradlinige gleichmäßige Bewegung. Das bedeutet, es ist eine Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit v. Das Bewegungsgesetz lautet, die zurückgelegte Distanz im Laufe der Zeit, das ist diese Konstante v mal die Variable Zeit. Wir leiten jetzt diese Funktion d von t ab und finden dann selbstverständlich als Ableitung diese Konstante v. Wir sehen also hier, die Ableitung der Position im Laufe der Zeit ist diese Geschwindigkeit v. Und wenn wir dieses v ableiten, v ist eine konstante Zahl, weil die Bewegung ja gleichmäßig ist. Wenn man eine Konstante ableitet, dann findet man 0. Die Ableitung der Geschwindigkeit ist also 0. Und das ist auch normal, die Beschleunigung ist ja gleich 0 bei einer GGB. Ein zweites Beispiel, die GGB, die geradlinig gleichmäßig beschleunigte Bewegung. Aus dem Physikunterricht wissen wir, dass die zurückgelegte Distanz im Laufe der Zeit berechnet wird durch die konstante Beschleunigung mal das Quadrat der Zeit geteilt durch 2. Wenn wir diese Funktion gegenüber der Zeit ableiten, dann finden wir a mal t. Die konstante a halbe fliegt aus der Ableitung raus und die Ableitung von t Quadrat, das macht 2t. A halbe mal 2t, das macht a mal t. Und das ist effektiv die Geschwindigkeit bei solch einer Bewegung. Wenn wir die Geschwindigkeit jetzt noch ableiten, dann finden wir Ableitung von a mal t, das ist diese Konstante a. Wir erkennen also auch hier deutlich, die Ableitung der Position, das ist die Geschwindigkeit, und die Ableitung der Geschwindigkeit, das ist die Beschleunigung. Das Ganze kann man auch auf dreidimensionale Bewegungen übertragen, wie zum Beispiel die Bewegung einer fliegenden Fliege in der Küche. Dazu wählt man ein Bezugssystem, x-Achse, y-Achse, z-Achse. Man modelliert die Fliege durch einen einzigen Punkt und man beschreibt dann diesen Positionsvektor im Laufe der Zeit. Es wird dann so sein, dass die Abszisse von diesem Positionsvektor eine Funktion der Zeit ist, die Ordinate ebenfalls und auch das Lot. Dank GeoGebra 3D kann man solche Bewegungen sehr schön darstellen. Hier zum Beispiel ist eine Fliege, die als Punkt modelliert wird. Jetzt lassen wir die Fliege durch die Gegend düsen, so, sehen aber noch nicht, dass das wirklich dreidimensional ist. Dazu könnte man zum Beispiel die Laufbahn einschalten. Wenn man die Achsen einschaltet, dann sieht man schon eher, dass das dreidimensional ist. Wir werden diese Bewegung
genauestens analysieren, und zwar indem wir die Einheiten festlegen auf jeder Achse. Und man kann hier dank GeoGebra deutlich zeigen, dass das wirklich dreidimensional ist. Vielen Dank an dieser Stelle an Herrn Professor Dr. Dr. H.C. Markus Hohenwarter. Vielen Dank nochmal. Er selbst nennt sich Macher von GeoGebra und ich hatte das große Vergnügen, mich persönlich bei ihm bedanken zu können. Stoppen wir jetzt mal zuerst mal die Animation des 3D-Raumes. So, stellen wir das wieder zurück, so wie wir es gewohnt sind. Und was man jetzt macht, um diese Bewegung genauestens zu analysieren, das ist, diesen Positionsvektor der Fliege im Laufe der Zeit zu beschreiben. Um das zu machen, ich stoppe mal die Animation, so, um jetzt die Bewegung der Fliege im Laufe der Zeit genauestens zu beschreiben, zerlegt man diesen Punkt längs der drei Achsen. Ich stelle das mal so ein, dass man die Zerlegung schön deutlich sehen kann, wie hier zum Beispiel, sieht man schön, von dem Punkt aus ziehen wir eine waagerechte bis zur Z-Achse, so erhalten wir hier das Lot von der Fliege. Von dem Fliegenpunkt aus ziehen wir auch eine Parallele zur Z-Achse bis zum Schnittpunkt dieser Parallelen mit der horizontalen Ebene Ox, Oy, bis zu diesem Punkt. Von diesem Punkt aus zieht man eine Parallele zur Y-Achse und erhält so die Abszisse von der Fliege. Wenn man von diesem Punkt aus eine Parallele zur X-Achse zieht, dann erhält man die Ordinate Y von der Fliege. Und hier oben, wie eben schon gesagt, erhält man das Lot von der Fliege und all das im Laufe der Zeit. Schauen wir nochmal mit der Animation, Animation ein, und konzentrieren uns jetzt auf die Bewegung von X, Y und Z auf ihren Achsen. Schalten wir einmal die Laufbahn weg. Auch die Einheiten können wir mal wegschalten, um es noch besser zu sehen. Auch den Positionsvektor schalten wir auch mal die Zerlegung weg und konzentrieren uns jetzt nur auf X, Y und Z. So ändert die Abszisse X von der Fliege im Laufe der Zeit. Das heißt, X ist effektiv eine Funktion der Zeit t. Ich halte X wieder aus und schalte Y ein. Auch Y variiert im Laufe der Zeit. Die Ordinate Y ist also auch eine Funktion der Zeit. Genau dasselbe gilt fürs Lot. Also, diesen Positionsvektor beschreiben bedeutet nichts anderes als Abszisse, Ordinate und Lot als Funktion der Zeit zu beschreiben. Der Positionsvektor R ist also gebildet aus seiner Koordinate, Abszisse, Funktion der Zeit, Ordinate, Funktion der Zeit, Lot, Funktion der Zeit. Indem man die Abszisse, die Ordinate und das Lot ableitet gegenüber der Variable Zeit, kann man den Geschwindigkeitsvektor im Laufe der Zeit bestimmen. Und wenn man diesen Vektor dann wieder bezüglich Abszisse, Ordinate und Lot ableitet, so findet man dann den Beschleunigungsvektor in jedem Moment t.